Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück. Das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick. Das liebt man an mir. Selbstironisch und komisch war er. Das lieben wir an ihm. Und dass er jenes Versprechen immer gehalten hat, das er uns in seinem ersten Tonfilm gegeben hat. Es gibt auf der Welt ein Freund, bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Heinz Rühmann ist ein guter Freund geblieben, in all seinen Filmen. Mit Die drei von der Tankstelle ist er 1930 berühmt geworden. Bald wird uns die Stunde schlagen, wo wir nicht mehr Smoking tragen. Ach, wie wird's. Von da an spielte er anständige junge Männer, die den Schalk im Nacken haben. Rühmann als Penela Pfeiffer. Unvergessen, die Feuerzangenbowle. Ich wär nur langsam. Heinz Rühmann hat unseren Respekt, weil er den kleinen Mann im deutschen Film verkörperte. Angepasst und doch kämpferisch. Wie der Hauptmann von Köpenick. Sei doch stille. Sehr schön, aber darüber kann ich nicht lachen. Wir schon. Wir lieben Heinz Rühmann dafür. Und das wird der nächsten Generation bestimmt nicht anders gehen. Hallelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Und jetzt wachen wir alle schnell wieder auf für Professor Peter Rühmann. Herzlich willkommen. Bitte. Ich habe eben vermieden zu sagen, für den Sohn von Heinz Rühmann, weil Sie haben so oft in Ihrem Leben lesen müssen und hören müssen, der Sohn von, das geht einem eines Tages dann doch auf den Geist. Da haben Sie recht, ja. Man ist halt nur der Rühmann-Sohn. Und dann wollten Sie nicht Schauspieler werden, sondern Sie sind Professor geworden, ja. Beschäftigen sich mit Ergonomie. Ja. Herr Professor, bitte erklären Sie uns, was ist Ergonomie? Ergonomie, die moderne Ergonomie beschäftigt sich damit, die Technik, die ja oftmals kompliziert genug ist, an den Menschen, an seine Eigenschaften und Fähigkeiten anzupassen. Denken Sie an Infotainment-Systeme im Kraftfahrzeug. Das ist so ein Thema, oder moderne Handys, dass die noch halbwegs bedienbar bleiben. Darum kümmert sich die Ergonomie. Und unter anderem auch die Sitze in Flugzeugen, obwohl sie keinen Platz haben, einem trotzdem noch irgendwie zulassen, die Beine da unterzubringen. Ja, ja. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, also Optimierung von Fluggastsitzen. Das geschieht meistens in Mockups, also in Aufbauten, die einer Flugzeugkabine nachempfunden sind. Und da sind meistens die Sitzabstände größer. Und dann empfindet man natürlich auch einen Sitz als sehr angenehm und bequem. Aber insbesondere auf der Langstrecke wollen die Gesellschaften viel Geld verdienen. Und dann werden insbesondere in der Economy-Klasse die Sitze sehr, sehr eng gestellt. Dann kann der Sitz selbst noch so gut sein. Die Leute fühlen sich eingezwängt und einfach unbequem. Und daran haben Sie geforscht und es bei einigen Fluggesellschaften geschafft, dass die ein bisschen bequemere Sitze machen. Ein hohes Verdienst. Wir müssen nicht nur über Schauspielerei reden und wie man damit berühmt wird. Ihr Vater war nun mal wirklich eine der größten Schauspielerfiguren überhaupt in der Geschichte unseres Landes. Er hat vor dem Krieg Erfolge gehabt, während des Krieges, nach dem Krieg. Wollen wir mal so ein paar Etappen seiner Filme durchgehen? Und was die für Sie bedeuten? Ja, gerne. Mit welchem fangen wir an? Ja, mit dem populärsten. Ja, Feuerzangenbowle? Feuerzangenbowle beispielsweise, ja. Die hätte jetzt, glaube ich, Jubiläum. Sie hatte dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum. Da war ich auch nach Berlin eingeladen mit meiner Frau. Am 28. Januar war die Uraufführung 1944 nach einem schweren Bombenangriff, einer schlimmen Bombennacht in Berlin,
Man wusste gar nicht, ob am nächsten Tag überhaupt noch ein Film in dem Theater gezeigt werden konnte. Aber das war, wie gesagt, am 28. Januar 1944. Da waren Sie 2 Jahre alt und haben den Film bestimmt nicht gesehen. Nein. Wann haben Sie ihn zum ersten Mal gesehen? Ach, das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe ihn unzählige Male gesehen. Wir alle. Unzählige Male. Wann zum ersten Mal, weiß ich nicht. Und auch an meiner Universität, an der ich ja dann später auch gelehrt habe, ist das der Weihnachtsfilm. Das heißt, an 3 Tagen vor Weihnachten wird dieser Film gezeigt in dem größten Hörsaal in der Universität. Und die jungen Leute, die Studenten, bringen sich dann natürlich entsprechendes Getränk auch mit und machen da ihre Feuerzangenbowle. Und das ist immer ein großer Jux für die Leute. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Da ist sicher auch eine super Stimmung. Und viele kommen doch dann zu Ihnen und sagen, kann ich ein Autogramm haben? Zu mir? Ja, natürlich. Nein, nee? Nicht zu mir. Machen die nicht? Nein, das mache ich gar nicht. War Ihr Vater eigentlich ein strenger Vater? Eher nicht. Es war eher meine Mutter. Also die berühmte Schauspielerin Hertha Feiler. Ja, das war ja das berühmte Paar Hertha Feiler, Heinz Rühmann, ihre Eltern. Mhm. Und Ihre Mutter hat für die Erziehung gesorgt? In erster Linie, ja. Und in zweiter Linie, habe ich mir mal erzählen lassen, hat Ihr Vater Sie per Postkarte erzogen. Ja, ich habe sogar eine dabei. Oh! Habe ich extra mitgebracht. Ich war ja 4 Jahre lang in einem Internat. Wo? Da, wo ich heute wohne, in Berg am Starnberger See, in einem Landschulheim. Ja. Und er hatte da immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass die Eltern halt viel unterwegs waren und sich so nicht so persönlich um mich kümmern konnten. Aber sie haben mich von überall her mit Postkarten und Briefen versorgt und wollten mich auf diese Art und Weise eben wissen lassen, wir sind für dich da, wir denken an dich. Soll ich sie mal vorlesen? Ja, gerne. Da steht also, mein lieber, guter Junge, so beginnen die meisten seiner Briefe. Ich bin gerade in Riem, also am Flughafen, und fliege gleich zu Mutti nach Berlin. Komme Donnerstag zurück und hole dich am Freitag. Das war dann das Heimfahrtswochenende im Internat. Die Umschulung in Zürich hat geklappt. Fliege jetzt 4-sitzige Maschinen. Das war ihm ja ganz wichtig. Alles Gute für dich, sei brav, dein Papi. Ich mache diesen kleinen Ausflug gerne gleich mit. Ihr Vater war Pilot, hat das Fliegen sehr geliebt und hat auch Sie dazu gebracht, zu fliegen. Ja. Aber das durfte Mama nicht wissen. Nein, also meine Mutter hat die Privatfliegerei gehasst und eigentlich wir beide, mein Vater in erster Linie, mussten immer irgendwelche Ausreden erfinden, um an den nächsten Flugplatz zu kommen. Also sie hatte einfach Angst, dass was passieren könnte. Und dann hat Ihnen da nicht sogar mein Freund Blecki Fuchsberger ein bisschen mitgeholfen, dass das klappte? Ja, das stimmt. Wir waren da gerade in der Nähe von Blecki Fuchsbergers Haus und haben gesagt, fragen wir doch den mal, was der meint. Und da sind wir mit dem Fahrrad dahin gefahren. Und er hat sich sehr gefreut. Die haben ja beruflich eigentlich nie was miteinander zu tun gehabt. Aber sie waren befreundet und mochten sich auch sehr. Und dann hat der Blecki Fuchsberger das überaus befürwortet und hat gesagt, ja, lassen Sie ihn doch den Pilotenschein machen. Da haben Sie noch einen ausgebildeten Piloten mit an Ihrer Seite. Sollte mal irgendetwas sein. Sehr vernünftig. Eigentlich vernünftig, ja. Und das habe ich dann auch heimlich hinter dem Rücken meiner Mutter gemacht. Und irgendwann hatte ich dann meinen Pilotenschein und dann habe ich was sehr Dummes gemacht. Dann habe ich mich in München ins Flugzeug gesetzt und bin damit nach Grünwald geflogen, wo die Fuchsbergers ja wohnten. Und habe über deren Haus da ein paar Ehrenrunden gedreht. Wahrscheinlich in viel zu niedriger Flughöhe. Und als ich dann wieder in München gelandet bin, stand schon mein Fluglehrer da. Und hat zu mir gesagt, mach das nie wieder, die Polizei hat schon angerufen. Ja, sowas prägt natürlich. Aber wie schön, dass Blecki einen so guten Tipp gegeben hat. Ich würde mich gerne mal ein bisschen mit den Ritualen Ihres Vaters auseinandersetzen. Ja. Es gibt ja Menschen, die sagen,
Er war der große Unterhalter im Film, aber auch der große Charakterschauspieler später, als er dann die Dürrenmatt-Verfilmung gemacht hat. Es geschah im helllichten Tag. Aber er soll ziemlich grantig gewesen sein. Können Sie das bestätigen? Nein, das kann man so nicht sagen. Nein, da würde meinem Vater Unrecht tun. Also, er hat die Arbeit über alles gestellt. Und er hat eigentlich bis zu seinem Lebensende gearbeitet. Es gab kein Rentnerdasein für ihn. Er hatte immer irgendwas zu tun und etwas vorzubereiten. Und er hat seine Arbeit sehr, sehr ernst genommen. Und er war nicht der, der im Atelier Spaß gemacht hat und Witze gerissen hat, sondern er war der, der irgendwo im Hintergrund des Ateliers ein kleines Zelt hatte oder einen Wohnwagen, in das er sich zurückziehen konnte, um sich dort auf die nächsten Szenen vorzubereiten. Und das hat ihm so ein bisschen den Ruf eingebracht, er wäre schwierig, ein schwieriger Kollege. Aber das kann man eigentlich so nicht sagen. Er hat nie andere bevormundet, er hat nie anderen Tipps gegeben, wie sie spielen sollten oder wie sie sich noch verbessern könnten, sondern dafür war der Regisseur zuständig. Er hat seine Aufgabe sehr ernst genommen und das hat halt ihm diesen Ruf eingebracht, weil er die Arbeit über alles gestellt hat. Noch mal zu den Ritualen. Es gab in Ihrer Familie eine abendliche Barstunde. Ja. Da hat Ihr Vater die ganze Familie zusammengerufen. Ja. Und hat sich einen Whisky verdünnt. Ja. Und haben die anderen auch was abgekriegt? Ja, je nach Wunsch. Auch der Hund musste teilnehmen an dieser Barstunde. Also es musste wirklich die ganze Familie beieinander sein, weil er hat ja den ganzen Tag gearbeitet. Auch wenn er zu Hause war, hat er sich zurückgezogen in sein Arbeitszimmer und gearbeitet. Und am Abend wollte er aber von allen wissen, wie sie den Tag erlebt hatten. Und dazu mussten sich alle so um 6:30 an einer kleinen Hausbar versammeln und ihm berichten. Also er wollte schon immer wissen, was mit seiner Familie los ist. Also er war der Chef im Haus? Ja. Einmal? Ja, ja, ja. Soweit man das, wenn man verheiratet ist, sagen kann. Das war sozusagen jetzt das Gedenken an Ihre Mutter. Ja. Was ich noch fragen wollte, nach dem Krieg ging Ihr Vater pleite. Ja. Und in dieser schweren Zeit pleite zu gehen, davon kann man sich kaum mehr erholen. Was hat dazu beigetragen, dass er die Kurve gekriegt hat? Ja, wenn ich das vielleicht ein bisschen erläutern darf. Er hatte zunächst mal nach dem Krieg keine Angebote, keine Rollenangebote und hat sich gedacht, er kann die ganze Misere dadurch umgehen, wenn er Filme auch mit sich selber produziert. Und das ist nicht gut gegangen. Er hat später immer mal wieder gesagt, wir haben keine schlechten Filme gemacht, aber die Filme kamen zur falschen Zeit. Und die Banken hätten kein Geld gegeben für zum Beispiel eine GmbH mit beschränkter Haftung. Sie mussten eine OHG, eine offene Handelsgesellschaft, gründen. Und das bedeutet ja auch, dass man persönlich mit allem, was man hat, haftet. Und viele Jahre war der Gerichtsvollzieher bei uns ständiger Gast im Haus. Und mein Vater hat sich dann nur erholen können, indem beide sehr viel gearbeitet haben, mein Vater und meine Mutter, viel auf Tourneen waren, versucht haben, viel Geld zu verdienen. Und ich glaube, wenn mein Vater zu dieser Zeit meine Mutter nicht gehabt hätte, dann wäre das wirklich schiefgegangen. Und Ihre Mutter hat, um dieses Geld mit einzutreiben, auch Rollen angenommen, die sie unter normalen Umständen gar nicht gespielt hätte? Nein, das war ja damals diese Zeit der Heimatfilme und das waren ja doch zum Teil recht seichte Stoffe und das hat ihr gar nicht so behagt, aber um aus den Schulden rauszukommen, Klar. hat sie das eben getan. Klar. Herr Rühmann, da hinten zeigt mir schon wieder einer, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Das bringe ich noch nicht fertig. Ich rede jetzt einfach mit Ihnen länger. Ihr Vater war so eine Art Denkmal des kleinen Mannes. Er hat sich so hineingespielt in die Situation von schwächeren Menschen. Wie war er zu seinen Nachbarn? Hatte er viele Freunde? Nein, er hatte eigentlich nach außen sehr wenig Kontakt. Mein Vater
war kein Mann, der schnell Freundschaften geschlossen hat. Er war nur mit ganz, ganz wenig Menschen sozusagen auf Du und Du. Er lebte sehr zurückgezogen und er hat mal gesagt, ich bin kein Genie. Ich muss sehr fleißig sein, ich muss sehr viel mit meinem Kopf arbeiten, ich muss sehr viel nachdenken. Und dazu hat er auch andere Menschen studiert, die er ja vielleicht später im Film mal darstellen muss. Also dafür hat er sehr viel Zeit investiert, um sich in andere Menschen und auch in deren Lebenssituationen hineinzuversetzen. Sie selber haben ja einmal als Schauspieler mitgewirkt, ja, in einem Film und haben mit Romy Schneider zusammengespielt. Ja, das war. Sagen Sie mir noch einen netten Satz über Romy Schneider. Ja, die war damals ein ganz entzückendes junges Mädchen. Ich glaube, die war 16 Jahre alt. Und ich habe im Film ihren Bruder gespielt und Klaus Biederstedt ihren Liebhaber. So war das. Also waren Sie sauer nicht auf dem Biederstedt? Nein, da war ich noch zu jung. Ich glaube, ich war 12 Jahre alt. Ja. Herzlichen Dank, dass wir uns ein bisschen unterhalten konnten. Welches ist Ihr Lieblingsfilm von Ihrem Vater? Ein Film, der wahrscheinlich gar nicht so sehr bekannt ist und auch nicht sehr populär ist. Es geschah am helllichten Tag. Übrigens auch der Lieblingsfilm meiner Enkelin, die ja heute mit auch hier dabei ist. Ah, da wollte ich Sie noch drauf ansprechen. Ja. Sie haben ja drei Kinder, glaube ich. Ja. Und Sie haben ein viertes Kind, denn Ihre Enkelin ist bei Ihnen groß geworden. Und wird noch größer jetzt. Wir wollen sie einmal zeigen, damit jeder die nächste Generation sieht. Das ist also die Urenkelin von Heinz Rühmann. Das ist die Urenkelin meines Vaters. Schön, dass Sie mitgekommen sind. Und ich bedanke mich bei der ganzen Familie Rühmann. Vielen Dank. Danke.